Bevor das Video losgeht, möchte ich euch noch ganz kurz sagen, dass wir heute ab 17 Uhr auf twitch.tv/nickroll einen Livestream machen werden. Ich werde mir heute einen neuen Friesen kaufen und wir werden natürlich wieder auf Server 2 Autumn Star gemeinsam leveln und richtig, richtig viel Spaß haben. Kommt sehr, sehr gerne vorbei. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ihr müsst nicht unbedingt Twitch haben, um dabei zu sein. Klickt einfach ab 17 Uhr auf den Link, aber falls ihr Twitch habt, würde ich mich natürlich wahnsinnig über ein Follow von euch freuen. Wie immer treffen wir uns auf der Starshine Ranch. Ich freue mich mega auf euch und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Leute, heute sind die neuen Friesenfarben ins Spiel gekommen und wir kaufen uns natürlich einen neuen Friesen. Ich sitze jetzt schon auf einem Friesen, der kam vor 3 oder 4 Wochen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann es war, Leute. Auf jeden Fall war es noch im alten Jahr. Er heißt Bean und er ist mega, mega putzig. Ich liebe ihn sehr. Ich mag die Friesen einfach mega, mega gerne. Und deswegen kaufe ich mir heute natürlich nochmal einen Friesen. Insgesamt haben wir 3 Friesen im Angebot. Der erste ist dieser lackschwarze Friese mit einem Stern auf der Stirn. Reimt sich das ein bisschen vielleicht? Und er hat kleine süße Socken am Hinterfuß, beziehungsweise an beiden Hinterfüßen. Mega süß, Leute, oder? Dann haben wir den Friesen mit der Appaloosa-Zeichnung. Er hat das Leopard-Gen und ist einfach nur ein absoluter Traum. Ich habe es in der Update-News schon gesagt, Leute. Meiner Meinung nach der schönste der Friesen mit der Epi-Zeichnung. Also ein friesisches Sportpferd. Leute, warum kann ich das eigentlich nicht sagen? Was ist denn mit mir? Und der letzte im Bunde ist der Schimmel. Alle kosten 950 Starcoins. Man kann sie ab Level 8 kaufen. Sie stehen am Jorvik-Stall, falls ihr euch fragt. Sie sind kältebeständig und kommen mit Stärke 1, Disziplin 1, Ausdauer 3 und Agilität 3 ins Spiel. Ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz in mich, welches der 3 Grazien ich nehmen möchte. Und dann sind wir gleich zurück mit dem Pferdekauf. Eine Ewigkeit später. Nach ewig langem Hin und Her, Leute, habe ich mich jetzt tatsächlich für den, ich hätte ihn jetzt fast originalen Friesen entschieden. Macht das Sinn? Ich bin ein bisschen lost vielleicht. I don't know, Leute. Ich habe mich für den schwarzen Friesen entschieden. Ich war ganz kurz davor, mir den Schimmel zu kaufen, Leute. Denn ich wollte eigentlich den Schimmel immer haben. Aber irgendwie hat es mich dann doch zu diesem schwarzen Friesen gezogen. Er erinnert mich einfach irgendwie an Black Beauty oder so. I don't know. Er ist einfach wunderschön. Ich meine, ich weiß, Black Beauty war kein Friese, aber er ist einfach wunderschön, oder? Ich finde ihn richtig, richtig toll. Ich habe mich natürlich nicht vorbereitet. Das heißt, ich muss mir jetzt noch einen Namen aussuchen. Das mache ich jetzt, Leute. Und dann sehen wir uns, hätte ich gesagt, gleich im Stall wieder. Dann sind wir im Stall angekommen, Leute. Und da steht sie. Die kleine Maus heißt Night Witch und ich fand den Namen einfach sehr, 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 sehr passend. Vielen, vielen Dank für alle Namensvorschläge, die ich bekommen habe unter meiner Update-News. Und ja, Night Witch war ein Name, der mir irgendwie so eingefallen ist, nachdem ich eure ganzen Namen gelesen hatte. Ich hatte Witch Sister gelesen gehabt, Snowbell für den Schimmel und ja, ich habe mir ganz viele Kommentare durchgelesen und Nightwitch, ja, kam mir dann irgendwie so die Idee, dass Nightwitch sich irgendwie mega gut anhört, denn die kleine Maus ist ja ganz offensichtlich sehr, sehr dunkel wie die Nacht. Oh mein Gott! Und ja, oh mein Gott, wir kuscheln als allererstes für die Liebe und sie schlotzt mich gleich an. Ja, moin. Du süße Maus. Oh mein Gott, bist du putzig. Oh mein Gott, sie ist so hübsch. Und ich finde es so mega besonders, dass sie hinten 2 weiße Socken hat. Das macht sie irgendwie so richtig besonders. Und sie ist eine Sie, denn Bean ist ja ein Er. Und jetzt habe ich einen richtigen Friesen, also einen normalen Friesen. Ist eine Sie und mein friesisches Sportpferd. Wuhu, ich habe es richtig gesagt, Leute. Ist ein Er. Ich hätte gesagt, wir setzen uns als allererstes einmal drauf. Wow, Leute. Oh mein Gott, guckt sie euch an. Sie ist mega schön, oder? Ist sie nicht mega schön? Ich finde sie richtig besonders, Leute. Hier hinten sieht man ihre
ihre Hufe. Der hat sogar Streifen, der auch, oh mein Gott, das sieht so besonders aus. Die Appies dieser Welt haben das auch ganz häufig, so gestreifte weiße Hufe. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das sieht so hübsch aus. Oh mein Gott, Leute. Wir machen mal das Interface an und ich hätte gesagt, wir geben ihr mal ganz kurz was zu trinken. Das ist so süß. Die Animation ist einfach so mega, mega, mega süß. Und guckt mal, wie wunderschön sie glänzt, oder? Also es sieht zumindest so aus, als wenn sie glänzen würde, oder? Und an ihrem Mäulchen, oh mein Gott, sie ist einfach toll. Ich bin richtig begeistert. Ich wollte auf jeden Fall auch einen normalen Friesen haben. Und im Trailer hat sie mir auf jeden Fall besser gefallen als der andere. Denn der Stern, der sieht einfach so besonders aus. Und ja, die gestreiften Hufe. Leute, ich liebe gestreifte Hufe. Was soll ich sagen? Und ja, das ist die kleine Maus. Wir gucken mal, haben wir eine Trense? Irgendeine? Ja, wir haben eine Trense. Moment. Die passt ihr jetzt nicht wirklich. Aber letztes Mal wollte ich ja mein Pferd führen ohne Trense. Wird schwierig. Wird extrem schwierig. Wir gehen einfach mal aus der Stallgasse raus und... Moment, ich habe es nicht im Griff. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir machen das Interface aus. Kommst du? Ja, so ist fein. Oh mein Gott, Leute, ist sie schick oder ist sie schick? Wow. Und sie tänzelt. Oh mein Gott, ich habe mich, glaube ich, definitiv richtig entschieden. Ich liebe sie. Und ihre wunderschönen großen Äuglein, das macht sie einfach richtig, richtig besonders, oder? Was sagt ihr? Welchen der Friesen habt ihr euch gekauft? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Mich würde es natürlich wie immer wahnsinnig interessieren. So, wir hocken uns wieder zurück auf sie drauf und dann brauchen wir natürlich auch noch ein Set, das wir für sie jetzt kaufen werden. Wir gucken mal. Das ist das Neue. Sie heißt ja Witch. Das heißt, ich hätte gesagt, grundsätzlich können wir irgendwas ganz Krasses machen. Sowas ganz Krasses. Wobei, ich glaube, mir gefällt das sehr, 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 sehr gut. Das sieht so hübsch aus. Backt der Zügel ein bisschen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Backt der überall? Oder bei mir gefällt dieses Zaumzeug. Wartet mal ganz kurz. Seht ihr das? Weil das ist so lila. Weil dazu könnten wir theoretisch die lila eine Decke nehmen. Die habe ich schon. Und einen schwarzen Sattel. Jetzt wartet mal im Besitz anzeigen. Wo ist denn der? Hier ist der. Guckt mal. Dieser Sattel. Keine Ahnung, auf welchem Pferd der gerade liegt. Und wartet bitte. Diese Decke. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Ich flippe komplett aus, Leute. Jetzt wartet mal ganz kurz. Dekoration. Wo sind denn die lilanen Boots? Ich hätte gesagt... Das ist ein perfektes Set für meine Maus. Oder was meint ihr? Deswegen ist das Einzige, was wir heute kaufen müssen, die mittelalterliche schwarz-silberne Trense. Ich finde sie wunderschön. Wir kaufen sie für 90 Starcoins. Die anderen Sachen sammle ich jetzt kurz zusammen. Ich hoffe, ich finde sie irgendwo. Hat auf jeden Fall kein Pferd von mir an, das ich im Moment oft reite. Von daher hätte ich gesagt, sehen wir uns gleich wieder am Reitplatz und danach gehen wir natürlich noch Frisuren schauen. 20 Minuten später. Dann bin ich wieder da. Ich bin nach Golden Hills gereist, denn da waren wir gefühlt noch nie oder nicht so häufig. Ich musste tatsächlich sowohl die Gamaschen als auch den Sattel nochmal neu kaufen, denn ich habe ihn auf die Schnelle nicht gefunden. Ich habe länger gesucht. Mich macht es fertig, Leute. Die Decke habe ich locker easy gefunden. Die lag auf Holly. Aber die anderen Sachen habe ich einfach nochmal gekauft. Somit haben wir jetzt ein lila-schwarzes Set. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Nightwitch sieht einfach so wunderschön aus. Die Dakota hat natürlich ihren lila Pulli angezogen. Und das Erste, was wir machen, ist, wir drücken die Leertaste im Stand, dass wir die wunderschöne Pirouette machen. Oh mein Gott. Leute, ich muss ehrlich sagen, ich feiere die Friesen extrem. Ich finde die wunderschön. Ich kann nicht nachvollziehen, dass so viele Leute die Friesen nicht mögen. Ich finde sie einfach nur traumhaft schön gelungen. Und ja, was soll ich sagen? Sie sind einfach nur toll, oder? Vor allen Dingen, guckt euch Nightwitch an mit ihren kleinen gestreiften Hufen. Ich weiß, ich habe es zum dritten Mal gesagt, aber ich kann definitiv nicht darüber hinwegkommen, dass sie gestreifte Hufe hat. Das sieht so toll aus und war definitiv auch eine Kaufentscheidung für sie. Ich liebe den Schritt, Leute, der sieht so süß aus. Und können wir ganz kurz drüber reden, wie gut ihr Lila steht? Ich meine, meine Lieblingsfarbe ist Lila, deswegen freut es mich einfach jetzt mega, dass ihr persönlich Lila so gut steht. Die Gangarten kennen wir natürlich alle schon, Leute, aber ich zeige sie natürlich trotzdem noch und... Oh, sie hat einen weißen Fleck! Seht ihr den weißen Fleck?
Oh mein Gott, Leute, sie hat einen weißen Fleck am Bauch. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Es ist einfach jetzt nur die Kameraeinstellung gewesen. Auf der Seite, nicht nur auf der anderen Seite. Oh mein Gott, sie ist einfach wunderschön, oder? Was meint denn ihr? Welcher ist euer favoriter Friese? Also von allen Friesen, die es im Moment so gibt. Weil es gibt ja bis jetzt alle, bis auf den in der App. Und ich muss ganz klar sagen, oh mein Gott, ich bin mega begeistert. Und ich bin super, super froh, dass ich sie gekauft habe und nicht den hellen Friesen. Denn ich habe ja schon definitiv so einen hellen Friesen. Und sie ist einfach nur toll, oder? Jetzt wartet mal, wir gehen einmal mal jetzt schneller in den Renngalopp. Das sieht so unfassbar gut aus, Leute, oder? So, wartet mal, wir bleiben stehen. Oh mein Gott, ich liebe das, Leute. Das sieht so gut aus. Das ist rückwärts. Und dann steigen wir natürlich noch. Das Steigen ist auch unfassbar süß gemacht, oder? Man muss sich definitiv dran gewöhnen, weil es einfach komplett anders ist. Aber es ist schon mega, mega putzig. Und seht ihr es? Da sieht man ihren kleinen süßen... ihren kleinen süßen weißen Bauch. Oh mein Gott, sie ist einfach nur toll. Und wie gesagt, auf der Leertaste können wir die Pirouette machen, die mir persönlich extrem gut gefällt. Als letztes springen wir noch ein paar Mal, denn das wollt ihr immer gerne sehen. Und der Sprung, da haut sie sehr, 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 sehr krass raus. Wartet mal ganz kurz, hier sieht man sehr, sehr gut. Seht ihr das, wie hoch sie rausspringt? Das ist so das einzige Manko. Manchmal stört es ein bisschen, wenn man irgendwo springt und sie dann so weit rausspringt. Aber das bedeutet letztendlich nur, dass sie nicht jeden einzelnen Sprung reißt. Von daher finde ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Und sie macht es nur im absoluten Renngalopp, wenn man springt. Denn seht ihr das? Jetzt macht sie es zum Beispiel nicht. Als letztes sind wir natürlich noch beim Friseur und jetzt sehen wir noch mal ein Close-up von ihr mit ihrer neuen Trense und ich muss ehrlich sagen, SSO hat sich selbst übertroffen, oder? Das sieht so unfassbar gut aus und das Ganze ist... was soll ich machen, Leute? Ich bin vollkommen hysterisch. Vielleicht merkt ihr es ein bisschen, dass ich vollkommen hysterisch bin. Das ist die kurze Mähne. Dann die Zöpfchen. Oh mein Gott, Leute, die Zöpfchen sehen richtig gut aus. Dann haben wir, Moment, wir brauchen irgendeine andere Einstellung. Dann haben wir die Anfimähne. Die Wildpferdemähne sieht auch richtig, richtig gut aus. Und als letztes haben wir dann noch die Zöpfchen für die Friesen, die exklusiv, Leute, für die Friesen sind. Moment, ich zeige nochmal ganz kurz alle Schweife, dass ihr die Schweife auch sehen könnt. Der Schweif sieht bei allen ein bisschen anders aus. Und hier ist er tatsächlich sogar zusammengeflochten. Finde ich mega, mega besonders, Leute. Aber ich muss ganz klar sagen, dass mir persönlich immer Wallenmähne am besten gefällt. Deswegen lasse ich die kleine Nightwitch so, wie sie ist. Dann war es auf jeden Fall mit diesem Pferdekauf, Leute. Wir haben Nightwitch gekauft. Sie ist mega, mega putzig. Heute ab 17 Uhr streame ich auf Twitch unter twitch.tv/nickroll. Klickt einfach ab 17 Uhr auf den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr dabei sein wollt. Wir treffen uns auf Server 2 Autumn Star auf der Starshine Ranch. Ihr könnt aber natürlich gerne einfach nur mitschauen, falls ihr auf einem anderen Server seid. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst doch sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!